Sie tut es laufend durch ganz viele zivile Missionen, indem wir versuchen, zwischen Kriegsparteien zu vermitteln, indem wir versuchen, den Ländern, beispielsweise die Transitländer sind, bei der Migration zu helfen, indem wir Eurocops zur Verfügung stellen, die sie trainieren und immer noch glauben, dass das der erste Schritt sein muss, bevor irgendwelche Waffen überhaupt in die Diskussion kommen.